Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fischer News. Mein Name ist Dompi und hier folgt bereits das nächste Tutorial, wie man aus handelsüblichen Vinylhandschuhen aus dem medizinischen Bereich wunderschöne, natürliche Fliegenkörper brennen kann. Hierfür habe ich den bekannten Schweizer Fliegenbindekünstler Peter Kunz zu Hause bei sich besucht und ihm beim Brennen von seinen Fliegenkörpern über die Schultern geschaut. Viel Spaß mit dem folgenden Tutorial und mit einem kräftigen Fliegengebindegruß, dein Dompi. Da soll man durchfliegen. Hallo miteinander, mein Name ist Peter Kunz. Ich zeige euch, wie ich meine Körperli mit Vinyl brenne und vulkanisiere aus Spital. Händchen, also ganz billiges Material. Und ich hoffe, ihr habt Spass beim Zuschauen. Gut, dann möchte ich einmal demonstrieren, wie ich meine Körperli binde. Brenne, Entschuldigung. Es ist ein Vulkanisieren und ein Brennen. Ausgangslage sind Vinylstreifen, die ich aus Vinylhändchen aus dem Spitalbedarf beziehe. Und aus einem Händchen gibt es ca. 35 Flüge. Das heisst, also man kommt ziemlich weit mit einer Packung von 100. Man verwendet den Handteil und nicht den Fingerteil. Ich bezeichne mir einmal anzeichnen, wo der dünnere Teil ist und wo der dickere Teil ist von dem Streifen, dass ich am Schluss das weiss. Ich kann das nachher noch schnell zeigen, wie ich das mache. Wichtig ist auch, dass man hier ein bisschen anschneidet. Es ist dann einfach besser zum Wickeln. Das ist die Grundform. Man braucht für jeden Körper eine eigene Form. Die ist gegeben. Die verändert sich nicht. Die wickeln wir auf und tut es dann vulkanisieren. Ich tue auch die Form mit ein bisschen Vaseline auf einem Stofftüchli, weil einstreichen will. Nachher, wenn es brennt ist, kann man sie so besser ab der Form abrutschen. Also da habe ich das Streifchen in der Hand. Ich hoffe, dass es da jetzt gut geht. Fahre hier rein. Drülle hier. Tue das aufwickeln. Jetzt gibt es noch verschiedene Varianten. Ich kann es eng wickeln, ich kann es offener wickeln. Es wird dann einfach ein bisschen weicher und beweglicher. Ich kann ganz eng wickeln. Es wird dann steifer und härter als das Ganze. Ich kann sogar hier. Man sieht, ich tue es doppeln. Ich tue es eine Art zwei Falzen. Dann gibt es die Segmentierung von einem Körper, von einem Insekt. Tut man es einfach wickeln. Man tut es auf die Form wickeln. Je enger man wickelt, desto härter und dicker wird am Schluss der Körper. Dann tut man es. Also bin ich jetzt fertig. Ein bisschen abreißen, tut der Teil da jetzt festschmelzen, tut ihn festschmelzen, anschmelzen, da drüllen, das langt schon. Dann tut sie sich nicht mehr aufwickeln. Vinyl hat einen sehr tiefen Schmelzpunkt, darum verbrenne ich mir auch die Finger nicht. Jetzt kann man sich die Farbe, das ist jetzt Grundform vom Körper. Das ist einfach die Farbe, die der Händchen hat. Wenn wir jetzt nichts drauf malen würde, dann sieht er so glasig aus. Habe ich auch schon gemacht, oder ich habe auch nur UV-Marker drauf, dann leuchtet er. Also man kann alles. Es gibt alles, alle Möglichkeiten, alle Farben. Ich verwende Künstlertusche. Von welcher Marke spielt keine Rolle, es muss einfach Künstlertusche sein. Und von dieser Farbe, von dieser Art Tusche gibt es am meisten Farbvarianten, die sie auf der ganzen. Also ich habe nie einen Stift oder etwas gesehen, das mehr Farbvarianten hat wie Künstlertusche. Da gibt es fast von jeder Farbe 4 bis 6 verschiedene Nuancen. Gel, braun, grün. Ich zeige dann, was ich sonst alles noch mache. Das ist einfach einmal das Grundvulkanisieren von so einem Körper. Jetzt kommt das Anmalen. Ich tue einfach die Grundlage auftragen. Das ist natürlich jetzt, das trocknet, das würde einer Stunde noch nicht trocken sein mit Künstlertusche. Aber das spielt keine Rolle, weil ich tue ja so
Ich tue ja nachher das Zeug vulkanisieren. Und das geht rein. Die Farbe geht ins Vinyl rein. Über der Hitze. Das Vinyl nimmt die Farbe auf und es geht nie mehr weg. Es geht nicht mehr raus und bleibt, egal wie viele Stunden dass man fischt im Wasser. Wenn man Edding verwendet oder irgendetwas, wenn es überhaupt richtig funktioniert mit dem Vulkanisieren, ist es nachher, wenn man es oder nachträglich aufmalt, ist es in einer Stunde Fischen weg. In Kanada hebt es noch eine Stunde länger, aber bei uns mit unseren chemischen Gewässern ist es in einer Stunde ist die Farbe weg. Das kann ich euch garantieren. Und das nachher bleibt drin. Jetzt gehe ich drüber. Das ist ein bisschen eine heikle Sache, weil man darf nicht zu viel Hitze verwischen. Man muss den Punkt verwischen, wo es jetzt sieht, man, jetzt wird es glänzig. Jetzt fängt es an, so schmierig zu werden. Und es darf auch es darf ein bisschen räucheln, das macht nichts, aber es sollte nicht richtig viel Flammen verwischen. Man muss es ein bisschen herausfinden. Das ist überhaupt kein Problem. Nach ein paar Mal weiss man es. Und man muss wissen, es gibt Ausschuss. Und wenn man schon 100 Körper gemacht hat, es gibt immer wieder Ausschuss. Und da darf man sich nicht ärgern. Es ist auch ein Material, wo man die Streifen, die ist ja auch kein Geld, das man dann braucht. So, dann ein bisschen warten. Und dann rutsche ich die Dings, die Körperform runter und tue noch ein bisschen warten. Man muss es noch ein bisschen kühlen lassen. Wenn es noch ein bisschen zu warm ist, kann es sein, dass es inwendig sich dann verklebt und dann kann man es dann fortrühren. So, ich denke, das ist jetzt gut. Und das ist dann der Körper am Schluss von so einem Insekt. Das ist jetzt ein Maiflügelkörper. Das ist die. Das ist dann, da habe ich jetzt die Schwänze schon eingeklimmt. Ephemera danica Variante. Und aus dem, auf die Art brennen, oder Vulk, ich sage brennen, es ist aber eigentlich ein Vulkanisieren, kann man alles machen. Man kann freilebende Köcherflügelkörper machen, die man als Aufsteigen braucht. Man kann Deckel machen von Gammarus, von Bachflohkrebsen. Ich habe hier ein paar Muster. Das wäre jetzt also der Körper und die Farbe bleibt drin. Das ist jetzt ein Maiflügel. Wenn man sie dann so auf der Angel bindet, Schwanzfäden hinten raus, ist dann das dann nachher das Resultat. Da. Als Körper. Und das ist dann am Schluss die Flüge selber. Wenn man es dann hier verklebt, hier richtig aufbindet, ist es eigentlich drinnen ein Luftkörper und der trägt dann die ganze Flüge, weil da drin ist dann hohl und Luft und das ist ja wie, ist eigentlich wie eine Boje im Wasser und lässt sich auch sehr gut werfen, das Ganze, obwohl es relativ gross ist. Die Flügel sind beweglich, hinten ist es beweglich, es propellert nicht. Das ist einfach eine einfache und gute Variante für Maiflügelkörper. Dann kann man das Gleiche machen mit dem sogenannten, in der Schweiz haben wir den Gügi. Das ist eine freilebende Köcherflügellarve. Das sind dann, das ist der Körper dazu, wo man einfach mit dem Angel einfährt. Ein weiteres Beispiel ist das hier. Das ist Bachflohkrebs. Das ist eine Imitation vom grossen Höckerflohkrebs, den wir haben. Wo am Schluss einfach ein Deckel, so wie man ihn will, mit braun, grün, also es gibt keine Grenzen, wo man dann einfach hier aufwindet und rippt. Das sind einfach nur drei Beispiele gewesen, was man alles machen kann mit dieser Art Herstellung von diesen Körper. Es gibt noch viel mehr. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Das ist nämlich das hier, wo man dann aufschneiden kann hier unten. Man kann es in der Mitte durchschneiden. Man kann aus dem dann eigentlich alles machen, was man brauchen kann. Umgekehrt ist es dann eben das. Also man kann es sehr, sehr breit verwenden, die ganze Sache. Ja, und ich hoffe, es war interessant, wenn ich das mache.
Gut, jetzt habt ihr vorher gesehen, wie die Körper vulkanisiert werden. Dazu braucht es natürlich grundlegende paar Sachen. Das ist das Grundmaterial der Vinylhandschuhe, das ich ja bereits erwähnt habe. Das sind die zwei Teile, die man braucht. Die Finger sind dicker, kann man auch brauchen für andere Sachen, aber für die ganzen Körperli, die Köcherkörperli, die ich vorher gezeigt habe, ist eigentlich der Teil, den man braucht. Dann, weiter braucht es eine Grundform, weil das, was man aufwickelt, die Form bleibt. Es gibt ein Tool, hergestellt von Erwin Thibaut. Der hat auch die ganze Sache entwickelt. Er lebt in München. Und in der Schweiz tun ich seine Tools demonstrieren und auch vertreiben. Das da drin ist Folgendes. Das sind, also was man grundsätzlich einfach mal braucht, das sind die Formen, klein, grösser, da einfach. Mit dem kommt man schon sehr weit. Das ist das, was man braucht. Die Hand vorne, das ist das Difficile an der ganzen Sache. Vorne, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Vorne hat die da eine Einfräsung drin. Das ist der Einschnitt, wo ich dann das Vinyl einfahre, zum Drehen, dass ich es überhaupt aufwickeln kann. Das ist das Heikle an der ganzen Sache, zum Herstellen. Dann haben wir eine Nadel, wo man den Körper ausstechen, hinten zum Loch aufmachen, wenn man im Spitz vom Körper irgendwelche Schwanzfedern einziehen will. Dann tut man es einfach aufmachen, indem man die, solange es noch warm ist, dann die Nadel durchsticht. Aber da gibt es auch verschiedene Methoden. Aber was zwingend ist, ist das Tool da, was man braucht. So, ich hoffe, dass euch jetzt auch nicht ganz klar ist, wie das geht. Und viel Spass bei denen, die es auch probieren.